Ja, wir sehen die Mannschaften, wie sie sich gerade begrüßen. Wir wollen natürlich auch nicht die beiden Schiedsrichter vergessen. Mit Jonas Ottmüller und Christian Bress, zwei super erfahrene Schiedsrichter. Und wieder Becker über die rechte Seite mit der Nummer 10. Mit Druck nach innen. Und findet da den Fuß. Und so kommen wir hier zur ersten Ecke. Und da ist Mali Wichmann da. Der erste Schuss aufs Tor wurde geblockt. Somit darf der zweite Torschuss, wir sehen es hier jetzt nochmal im Replay, hochgehen. Ah, das ist ärgerlich. Hochgestoppt und dann entweder an Fuß oder runde Seite rausgepfiffen. Und jetzt läuft der schnelle Konter. Mit zwei Pässen ist man da schon im Kreis und jetzt Anne Schröder am Ball, holt sich da gerade den Ball gut wieder und jetzt schön von Laura Swanson in den Kreis, sucht da das Anspiel, aber Rosa Krüger ist da. Ja, und auch im Zentrum haben wir eigentlich Edge-Spielerinnen, die da auch unter Druck, das ist gut gemacht. Ball auf außen ausgelegt. Oh, und Mato setzt sich gut durch. Behauptet den Ball und spielt einen Agi vors Tor. Und dann weiß ich gar nicht, ob es der Schläger von in die Gegner reinfliegt, beziehungsweise in die gegnerischen Bälle reinfliegt. Ist natürlich für euch auch. Und jetzt hier wieder nächste gute Aktion. Genauso wie Hanni das tut. Oh, jetzt mal Laura Swans ein bisschen zu schnell gestürzt und das ist der Pfiff gegen. Wow. Es kommt, hatte jetzt sie mal über die Hundekurve hier in den Kreis und sie hat so viel Platz, dass sie zur AG ausholen kann und den eigentlich ziemlich geil ins Tor setzt, aber ich konnte jetzt ehrlicherweise nicht genau erkennen, warum der Schiedsrichter hier vorher abgepfiffen hat. In Deckung, wo versucht wird, den Raum eng zu machen, geht dann eher um gute Anspieler außerhalb der Reichweite, jetzt hier im Kreis. Da ist der Torabschluss. Super Parade. Dass noch vor der heißen Phase der Saison eine Veränderung her muss. Das ist natürlich auch ein mutiger Schritt jetzt im Konter. Jule Grashoff spielt einen geilen Ball. Und sie kriegt ihn über die Linie. Und sie belohnt sich. Sensationell den Angriff eingeleitet. Oh, herrlich, ein Doppelpass. Was will man mehr? Wir haben die offizielle erste Torschützin in der Hockey-Bundesliga-Saison. Klasse, Cassie kriegt den, legt ihn wieder in die Mitte und diesmal ist er bei einem Schläger und auch gar nicht mit so viel Druck, aber er hoffelt über die Linie. Breit gemacht werden. Aber Mali Wichmann ist da. Ja, die Rausgabe. Kommt aufs kurze Pärchen, direkt geschlänzt, aber doch auch sehr zentral. Ist geschlossen vorne. Ganz, ganz stark von Mali Wichmann. Gute Variante. Ja, hatte jetzt im entscheidenden Moment entscheiden sich für die Rausgeber-Variante. Aber Mali verschiebt richtig schnell, hat es vielleicht gerochen und ist auch für den zweiten Ball da und hält hier unseren Sieg fest. Ja, während du hier in Perfektion die Ecke analysiert hast, Linda, sind die letzten Sekunden runtergelaufen. Wir gratulieren den Alster-Damen hier zum knappen 1:0-Sieg.